Hallöchen, Liebe, und herzlich willkommen zu unserem LS22-LP-Projekt Grow Level Up. Wir haben eine wilde Tour hinter uns. Tino alias Wolle ist natürlich auch mit dabei. Und für uns geht's jetzt, weil wir ein Level Up hatten, direkt in die Hohe Kammer. Weiter geht's. Und du gehst direkt in den Traktor. Los, düngen, düngen, düngen. Ja, stimmt. Aber wir gehen erstmal in die Hohe Kammer. Ja, ich will trotzdem schon mal düngen. Wir müssen uns tatsächlich kurz beraten. Und zwar haben wir einen Punkt bekommen. Jetzt wird es natürlich langsam schwierig. Wir könnten Folgendes machen. Wir könnten uns eine 3-Hektar-Feld holen, was uns ja natürlich gut in die Karten spielen sollte. Wie viel, Wilma? Ja. Warte mal, ich will mal ganz kurz was gucken. Und zwar, wie viel uns dieses Feld bringen wird. Ich bin jetzt bei der 61 und düngen das mal, ne? Ja. Was meinst du, Wilma? Achso, warte mal, wir rufen mal bei der Hohen Kammer an. Also sag du, wir haben ja beide jetzt... Ich hätte das zweite Feld genommen, was du als Idee hättest. Eichen, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, grüß Sie. Welches war das gewesen? Es wäre die 75. Oder meinst du nicht? Warte mal. Ey, wir würden gerne unseren Punkt einlösen für ein Feld. Moment. Wir sind uns doch kurz uneinig. Weil, haben wir denn die Gerätschaften für die 52? Nee, die haben wir doch nicht. Das ist das große Hauptproblem. Dann wäre, dann vielleicht erst die 75, oder? Weil das können wir ja schon direkt. Oder meinst du, das ist schwierig, Wolle. Wie viele Felder haben wir denn mittlerweile? Das ist angesät, das ist geerntet. Das ist geendet. Wir haben aktuell zwei Felder, die brach liegen. Deswegen würde ich erstmal noch nicht so steil auf Seetechnik gehen. Ja. An die drei Felder liegen brach. Drei Felder liegen brach. Deswegen, ich würde noch nicht ganz so krass auf Seetechnik gehen. Können Sie mir sagen... Also, was sagst du? Ja, also die Sonnenblumen könnten wir jetzt schon direkt in XP umsetzen. Bei dem anderen fehlt uns ja noch ein bisschen, weil das andere ist halt schön groß und besonders. Ja. Ist die Frage, wollen wir jetzt die X oder können wir warten, weißt du? Ja. Wir würden gerne Feld 75 kaufen. Mhm. Feld Kategorie 2. Ja, korrekt. Ja. Dann mache ich das jetzt, Wilma, oder? Ja, mach das. Oh, die 52 wird gerade geendet, sehe ich. Von wem wird die denn geendet? Warte mal, wir haben dann auch Feldkategorie 3. Hört das Feld schon irgendwem? Nee, die 52? Nee, gehört niemand, aber die wird gerade abgeendet. Das ist ja witzig. Okay, nee, gut, Wilma, dann mache ich jetzt Folgendes, dann setze ich mich in den Drecher. Ja. Und fahre da einmal los. Ich habe das Maisschneidwerk noch dran. Können Sie mir, jetzt muss ich mal gucken, ob das Geld reicht. Das Geld reicht, Herr Schniedelwutz. Ich weiß nicht mehr, wie Sie heißen. Ja, Eichner, danke. Eichner, Herr Eichner war es, genau. Ja. Dann bin ich einmal jetzt, genau, wie mich verlust. Also wie gesagt, wir haben das Feld gekauft, wir haben einen Punkt eingelöst, Feld Kategorie 2 und damit sollte ja alles okay sein, oder? Ja, alles okay, Herr Pimmelmann. Okay, Dankeschön, Herr Eichner. Gerne. Alles klar, wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tja, Wilmi. Ja, ich bin jetzt schon wieder, ich hole jetzt nochmal wieder Dünger. Also pass auf, warum, also ich möchte einmal ganz kurz auch den Zuschauern erklären, warum. Ja, mach das bitte. Ich hoffe, du siehst das genauso. Oh Mann, ich glaube, die müssen mal hier diese Begrenzungen hier wegmachen. Bei mir sind die schon weg. Pass auf, Wilma. Und zwar gibt's Folgendes. Wir würden direkt noch ein Level steigen.
Wir haben aktuell drei Felder, die brach liegen. Ja. So, das heißt, es ist, also zwei Felder sind angesät und zwei Felder sind Wiese, die jetzt auch erntereif sind. Das heißt, wir haben da ein bisschen was zu tun. Aber es ist natürlich völlig richtig, dass wir, ich habe einen Faden verloren. Ach so, ja, dass wir... Technik und Co. Ja, haben, genau, dass wir, sobald wir Punkte haben, auch natürlich auch Seetechnik brauchen. Nur Felder bringt uns nichts. Aber warum jetzt nochmal ein Feld, hat folgenden Hintergrund für meine Denkweise. Und zwar, erstens, wir würden direkt noch ein Level machen. Ja. Und mit Level 15 schalten wir das zweite Perk frei. Ja. Und darauf bin ich scharf. Ich will das zweite Perk. Sehr gut. Nein, ich sehe das ganz genauso wie du. Und ich wollte gerade sagen, bist du schon am Dings? Nee, wegen dem ist... Ja, okay. Achso, du kannst ihn doch selber laden. Der Traktor steht doch unten. Okay. Okay, perfekt. Dann nehme ich den doch. Und wenn du... Und dadurch, dass wir direkt ein neues Level machen, könnten wir danach den Punkt ja auch direkt vergeben. Und da müssten wir halt schauen, was wir halt dann machen, ne? Also wir könnten dann auch ein Feld holen, sozusagen... Von jeder Größe, dann spielt die Größe gar keine Rolle mehr. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir mit Seetechnik anfangen sollten. Ja, ich finde das halt auch besser, weil die Felder haben wir sicher, ne? Ja, dass wir dann, oder was meinst du, dass wir dann ansehen sollten? Macht das Sinn? Ich finde das, ja, ich würde sagen, wir machen das so. Okay. Ich finde das gut. Also hätten wir jetzt hier nochmal die Sonnenblümchen und dann sehen wir an. Ja. Also und dann mal holen wir uns Seetechnik oder was wollen wir machen? Ja, würde ich sagen. Dann nehmen wir als erstes Seetechnik und dann können wir noch in die Grastechnik und dann in den Anhänger. Ja. Aber erstmal die Felder. Ja. Ich sag mal so, solange wie wir Felder bekommen, die wir direkt ernten können und wo wir immer direkt wieder an den nächsten Levelaufstieg rankommen. Machen wir das so. Macht das halt schon Sinn. Ja. Oder? Würde ich auch sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und deswegen ist das ja nicht so doof, glaube ich. Also wir kriegen ungefähr 26.000 raus. Wir müssen ungefähr 16.000 XP von dem Feld kriegen. Plus 10%. Okay. Na? Felder müssen wir grubbern. Achso, müssen wir die grubbern? Wir haben ja einen Grubber, das ist ja nicht schlimm. Ja, du kannst auf jeden Fall mal schauen, ob wir Felder grubbern müssen. Also wenn du dein Dings fertig hast. Ja, da wo ich bin, da ist schon ein bisschen Unkraut drauf. Da wo ich gerade... Das macht ja nichts. Ist da... Also ja, stimmt, wir haben auch gar nicht. Ein Striegel wäre halt schön, aber den haben wir nicht. Nee, der macht ja nichts. Aber wie viel hast du geschafft mit einer Fuhre bist? Ungefähr die Hälfte, würde ich jetzt sagen. So viel fehlt da nicht mehr. Jetzt sollte ich eigentlich relativ nicht durchkommen. Oh mein Gott. Was denn? Ich hätte einen richtig krassen Move. Ich weiß, warum die 52 gerade abgeendet wird. Weil? Die da eine Mission machen, die Seitenstecher. Ach so. Weißt du, was mit der Mission passiert, wenn man das kauft? Ich gehe davon aus, dass sie das erst noch zu Ende machen dürfen. Soll ich mal fragen? Das kannst du machen, aber ich glaube nicht, dass die Mission abgebrochen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen wollen. Aber wäre doch witzig. Versuch's, aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Ich frag mal. Das wäre ein krasser Move. Eichner, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Herr Eichner, ich grüße Sie.
Ich habe meine Frage. Die 52 wird ja gerade geerntet. Ja. Aber das ist ja nur so ein, ich glaube, das ist so ein Auftrag. Ja. Was ist denn, wenn wir aber das Feld als nächstes kaufen wollten? Das ist jetzt gesperrt. Das ist gesperrt, bis die fertig sind? Ja. Beziehungsweise bis die Perks sozusagen ausgelaufen ist. Die nutzen ja quasi den Perk, Missionen dafür, ja. Also, Missionen auszuführen. Okay. Gut, alles klar. Ne, super, danke. Das wollte ich nur mal wissen, um Eventualitäten abzuklären, wissen Sie? Ja. Danke Ihnen für die Hilfe. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, nee, das ist gesperrt, Wilma. Ja, das... Aber das ist Mäule und Kleid auf dem Feld. Ach so. Ja. Das ist Beule und Kleid auf dem Feld, nicht die Seitenstecher. Ach so, na gut, ja, gut, aber dann wäre es jetzt gesperrt, aber später dürfte man es wahrscheinlich haben, gehe ich von aus, ne? Siehst. Aber nee, dann ist das ja okay. Nee, also ich glaube, dann haben wir auch gar kein Interesse an der 52, logischerweise, wenn die jetzt geendet wird. Ja, klar. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich die Sonnenblümchen hinfahre. Was ist denn das nächste von Feld 75? Wo ist denn der Landhandel? Relativ mittig. Soll ich eben gucken? Der Landhandel ist da. Nee, ich weiß, wo der ist. Okay. Wo ist der Knöpfler? Oh, der ist näher, glaube ich. Ah, der ist da. Das wäre der ist gut. Der ist gut. Knöpfler. Hm? Und wo ist der Kindergarten? Der ist noch weiter hinten, glaube ich. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, hallo, ich grüße Sie. Ich hätte eine Bitte an euch. Ja, bitte. Und zwar habe ich gerade auf meiner Hoffläche von euch noch einen Ballenspieß und eine Palettengabel gesehen. Und auch eure Fahrräder. Ja, und? Könntet ihr die mal bitte entfernen, weil ich bräuchte da den Platz. Ja, dann setz dich da drauf und fahr die zu unserem Hof, du wilde Hilde. Da kannst du mal einen Willi machen über dem Hof. Lass mal richtig die Kette fliegen. Nö. Wie, das sind eure Sachen. Ja, der schiebt das Ding doch mal an die Hauswand, Männchens Kinder. Als ob das Fahrrad jetzt zerstört. Dann müsst ihr leider das Schloss erst entfernen. Hab dann nicht abgesperrt. Ja, dann, so. Kurz bei Gelegenheit bitte weg. Dankeschön. Okay, gut. Hol das bald weg. Wilma? Ja? Soll ich dir mal was sagen? Weißt du, wo der nächste Verkauf ist? Wo denn? Brauch nur das Rohr ausklappen. Ja, siehst du, das ist doch richtig gut. Der Schweinestall da unten ist der nächste Verkauf. Das ist richtig gut. Ja, ich brauche nur das Rohr ausklappen und kann direkt abbungeln. Oh, super. Aber merken was, wie viel du hast, ne? Wegen, dass wir das denen sagen können für die Punkte und so. Ich würde immer jedes Mal, wenn ich abkipp, macht doch Sinn, oder? Ja, würde ich auch so machen. So hatte ich es doch beim Gras auch gemacht. Ich bin zwar mehrfach hin, habe dann immer gesagt, da kommt wieder was, aber ja, das lief genau gut. Oder ich frage die mal, wie sie es haben wollen. Ja, oder so. Aber ich denke, die machen es wieder genauso wie bei mir. Aber Fragen kostet ja nichts und ist immer gut. Richtig. So machen wir das, Wilma. Und ansonsten, wie geht's dir, Wilmi? Boah, das Rennen, das sitzt noch in den Knochen, sag ich dir. Ärgerst dich? Ja, doch, definitiv, ja. Warum denn? Ja, weil es nicht so gut lief, ne? Es hätte besser sein können. Ja, aber guck mal, es kann immer besser sein. Ich bin auch an das Auto da oben gefahren, hätte auch nicht sein müssen. Mein Gott, Wilma, es ist halt, manchmal läuft's gut, manchmal läuft's schlecht. Es ist ja auch nicht jeder, ist ja auch nicht der Profi-Rennfahrer, da wollen wir auch mal ganz klar dazu sagen, ne? Ja, ach, wir holen das schon irgendwie wieder auf, bestimmt. Ach, da will man, da haben wir ja gar keine Punkte bekommen. Also, ne, sind wir mal ehrlich, so die 300 extra XP. Dafür haben wir doch, ne? Guck mal, dafür haben wir 150 extra XP bekommen durch unseren Boost. Ja, genau. Siehst du, die musst du ja auch noch mitrechnen. Ja, okay. Ne? Okay. Also haben wir gar nicht so abgekackert. Ja, stimmt schon. Hast und ganz ehrlich, die Seitenstecher, ist auch gut, dass die mal gewonnen haben, weil ansonsten wäre doch wieder irgendwas mit Schibo gewesen. Da hätten die nächste Woche gestreikt dann oder so, wenn die verloren hätten. Ach ja, gut, man ärgert sich ja schon, ne? Ja, gewinnen ist, will man schon gern, ne? Gewinnen ist ja immer ein schönes Gefühl, wenn man gewinnt.
Wollte gerade sagen, wir wollen ja eigentlich auch gewinnen. Aber du hast recht, es wird schon. Ich sag und ich glaube jetzt mit den Feldern, das wird auch gut. Na, aber hallo. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Plan. Also wir tüfteln uns da schon gut von A nach B. Absolut, da bin ich mir sicher. So, Baby. Och Mensch, geht mach los? Doch die Kache an, ey. Was ist denn mit dir los hier? So, jetzt aber. So, ja, ich ende schön. Ich habe schon 7000 Literchen drin, der Wilma. Sehr gut. Ich glaube, wir gehen auch, ja, hier gehen über 10.000 Liter rein. Das heißt, ich muss nur 2,5 mal voll und dann ist das schon erledigt. Hervorragend. Ich denke auch, dass das eine ganz gute Nummer wird. So, jetzt müssen wir nur mal ganz kurz überlegen. Wollen wir mal bei den Dings anrufen, bei Beule und Kleid? Können wir machen. Oder es ist ja, oder wie, warte mal, wie ist da der Düngezustand? Ich habe noch 60% in meinem Anhänger und ich würde jetzt mal sagen, es ist ungefähr, ja, 3/4. Ich muss, ja, eventuell muss ich noch einmal Dünger holen, aber dann haben wir's. Ja, okay. Okay, gut. Dann haben wir's. Gut. Okay, gut. Dann machen wir das so. Ja, Wilma, jetzt wird's richtig schwer. Ich sag dir, wie es ist. Es wird richtig schwer, was jetzt diese neue, was jetzt das neue Dings betrifft, der neue Punkt dann. Ja. Das wird richtig schwer, Wilma. Da bin ich mir so unsicher, was wir da machen, ey. Es ist total schwierig, ne? Das zu überlegen, wie, in welcher Reihenfolge und so. Das. Ah, ich bin auch schon die ganze Zeit immer am Überlegen, doch eher die Maschinen oder die Felder. Aber ich glaube, mit den Feldern machen wir halt nichts verkehrt. Und ich habe immer Angst, dass wir dann sagen, oh nein, die Felder sind alle weg, weißt du? Ja. Es ist, glaube ich, gut, wenn wir halt die Felder nicht außer Acht lassen, sondern immer wieder da auch welche von nehmen. Wilma, kannst du mir mal ganz kurz den Gefallen tun? Bestimmt. Kannst du nur mal schnell ins Tool schauen, was man für Rocken bekommt? Ja, warte, das mache ich schnell. Wie viel XP? Weil ich hab Bock, die Sache mit dir zu rocken. Ja, wir rocken das. Weißt du wie? Rocken halt. Ja, rocken halt. So, ja. Ah, und bei Roggen gibt's auch noch Stroh übrigens. Stimmt. Wie viel gibt's für. Ich kann auch selber gucken, ich habe GPS drin, wenn das so. Also dann mach du lieber dein Düngzeug. Ich such's gerade, ich find's nur nicht. Ja, dann düng du mal weiter. Ich mach hier meinen GPS-Kurs und dann guck ich mal schnell. Wilmi. Ja, mach mal bitte, weil ich find's wirklich nicht. Oh, nur 393 gibt's da. 393. Oh. Aber jetzt ist die Frage, wie gut ist der Ertrag auf Rocken, ne? Ja. An welches Feld hast du denn gedacht? Wo Robben drauf ist? 9. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wie hoch der Ertrag bei Roggen ist. Ja. Ja. Könnte sich ich lohnen. Hab's jetzt nicht gehört. Ja. Es sind 5 Hektar. Okay, das ist ja. Das ist ein richtiges Brett auf jeden Fall. Ich rufe mal kurz beim Händler an, ne? Ja, mach das. Warum fährt mein Traktor nicht mehr? Jetzt. Mähdrescher, wollte ich sagen. Krause. Ja, servus, grüß dich. Hier ist der Wolfgang Ackerer. Was hast du denn, Jung? Ich will Sonnenblumen verkaufen und da habe ich mal eine Frage. Das wären mehrere Fuhren. Soll ich jede einzeln dir sagen oder willst du dann zusammen wissen? Das können wir auch zusammen machen, wenn es nicht einfacher ist.
Ja, dann sage ich das, dann schreibe ich mir das auf und sage dir insgesamt wie viel. Einfach sei ehrlich, ne? Ich sage es dir. Ja, ihr könnt das doch kontrollieren, da brauche ich da nicht rumeiern. Ja, das, weißt du wie? Ja, ja. Ja, ist gut, komm mal hin. Nee, da mache ich das so. Sagst du einmal Bescheid, dann ist gut. Ja? So, Mama, danke dir. Jo, tschüss. Bitteschön, ciao. So, ja, also, dann müssen wir. Wir können das zusammen machen, Wilmi. Okay. Da müssen wir uns das aufschreiben. Ja. Wie viel insgesamt? Okay. Dann machen wir das ja. Das ist ja nicht weiter wild. Das kriegen wir ja hin. Ja doch, das wären 25.000 hier. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ach so. Ich rufe noch mal ganz kurz beim Händler an. Ja, mach das. Guck, ob da einer da ist. Herr Obermeier hier. Ich würde das anrufen. Obermeier? Ja, servus. Herr Obermeier, ich habe eine Frage. Ja. Ach Mensch, haben Sie vielleicht ein bisschen Unterstützung für ein paar arme Bauern wie die Wilma und den Wolfgang Ackerer? Wie meinen Sie das? Naja, passen Sie auf, wir haben Schafe. Ja. Und die Schafe, die mögen so richtig schönes, saftiges Gras, aber unser Gras, das ist noch nicht so weit. Wir müssen noch warten und ach, jetzt super nach dem gütigen Spender, der uns vielleicht mal 2 oder 10 Grasballen für unsere Schafe gibt. Dass also die was zu füttern haben, dass wir was zu füttern für die haben. Ich habe mal mitbekommen beim Herrn Thalberg, glaube ich, dass da Gras für Schafe gespendet wird. 2 Ballen wären das. Vom Herrn Thalberg? Ja. Hallo, Herr Obermeier. Hallo, Herr Amter. Sag mal, was platzt denn du hier rein? Ja, ja, das hab ich so gelernt bei dir. Der steht direkt bei mir? Neben mir. Ja, ich steh hier, ja. Also ich kann auch mit den Leuten reden, die hier stehen. Deswegen. Hallo. Kein, guten Tag. Also, Herr Obermeier, oh Scheiße. Ja, ja gut, dann melde ich mich dort, dann hat sie mir auf jeden Fall geholfen. Dankeschön. Alles klar, danke. Wiederhören. Ja, tschüss. Gott, oh Gott, also diese Seitenstecher, die sind ja ein ungehobeltes Pack, ist das. Das ist ja eine Katastrophe. Und warum? Was ist passiert? Ach, die haben keinen Anstand, keine Manieren. 10.570. Das ist nett. Das nehmen wir. 10.570, kannst du es aufschreiben? Ja, warte. Gut, und ich bin gleich wieder da. Thalberg. Ja, servus, Herr Thalberg. Ich habe mal eine Frage, Mensch. Haben Sie vielleicht für einen, für 2 alte Bauern, die Wilma und den Wolfgang, wir haben Schafe und die sehnen sich nach saftigem Gras. Das ist alles schon welk im Stall und unsere Felder sind auch noch nicht reif. Und, also unsere Grasfelder, die werden erst morgen reif und die haben so viel Hunger und alles. Ja, und jetzt habe ich beim Händler angerufen, ob der uns ein bisschen unterstützen könnte. Naja, und jetzt, hat der gesagt, ich soll mich mal bei Ihnen melden. Ja. Sie wollen Gras haben. Ich wollte fragen, ob es einen edlen Spender in der Stadt hier gibt für Gras, für unsere Schafe. Also ich habe 2 Wiesen. Ich auf jeden Fall 2 oder 3 Wiesen. Ne, 2 Wiesen hab ich noch. Ja. Ich. Eine Wiese. Weiß nicht, ob die schon reif ist zum Ernten. Ja. Und so Gras haben sie wohl nichts mehr auf Lager? Auf Lager nicht. Nee. Ich wüsste es. Wie schnell brauchen sie denn das Gras? Ja, umso eher, umso besser. Aber natürlich, jetzt wollen wir da auch keinen Druck machen. Ist ja, wir suchen ja nach einem Spender, ne? Also wir sind ja drauf angewiesen. Ah, ich bin eigentlich nur schon was rumliegen. Ich will ihn da aber jetzt hier auch nicht, groß hier Stress machen, ne? Wo ich jetzt hier so reingeplatzt hab mit einmal. Nee, alles gut. Zur Not müssen Sie mal bei mir in der Trocknung reinschauen, ob da vielleicht noch loses Gras noch drinnen liegt. Ja, ich wollte fragen, das Problem ist, wir sind sehr eingeschränkt mit unseren Maschinen, wissen Sie? Und ach, wegen hier liefern und abholen und Co. Also ob Sie es eventuell, weil wir ja auch direkt nebeneinander sind mit den Höfen, ob Sie es vielleicht bei uns da vor den Schafstall legen könnten.
das könnte ich machen, ja. Oh, das ist aber so lieb von Ihnen. Das ist aber nett. Wie viel wären Sie denn bereit, einen armen Bauern wie mir und der Wilma zu spenden? Ich könnte Ihnen einen Anhänger zugehören und einen Anhänger könnte ich Ihnen auf jeden Fall vorbeibringen. Ja, das müsste ich auf jeden Fall und damit wäre uns geholfen. Ja, mache ich das. Damit wäre uns sehr geholfen. Dann danke ich Ihnen. Dann kippen Sie es uns einfach vor den Schafstall. Da freuen die sich, die kleinen Racker, die kleinen Wollmäuse. Da kommen die gleich alle angerannt. Und was denken Sie, was da los ist? Da schnurpsen die das weg. Ja, solange sie mir in die Karre springen. Nee, machen die nicht. Aber die freuen sich, die hüpfen dann immer so, wie so Kängurus, wenn die Schafe sich freuen. Wissen Sie? Haben Sie schon mal gefreunde Schafe gesehen? Nee, hab das Gefühl. Ja, wenn Sie wollen, also ich würde Ihnen im Winter auch einen Pullover zukommen lassen, ja? Oh, das wäre schön. Aus einem schönen Schafwollpullover. Oh, also da darf ich auch nicht kratzen. Nee. Wir müssen sie halt mal waschen vorher, ne? Oh, das kriegst du hin. Alles klar, Herr Thalberg, ich danke Ihnen. Bis dahin, ne? Tschüss. Ade. Du Wilma? Ja, bitte? Wir haben gerade einen Anhänger voll Gras geschenkt gekriegt. Ey, das ist voll toll. Hab ich den Gibst du das den Schafis? Hab ich den Thalberg aus dem Rücken geleiert. Oh, das ist toll. Ja, weißt du, was das Beste ist? Der liefert uns sogar einen Schafstall. Oh, das ist lieb. Ja, ich habe mich ihn gebärmelt. Hab gesagt, ach, wenn ich die habe, Wilma und der Wolfgang und unser Gras ist schon welk und unsere Felder sind ja nicht erntereif und unsere Tiere, die geht so schlecht. Naja. Ja, okay. Hauptsache, die Schafis kriegen jetzt wirklich nochmal sehr gutes Gras. Die kriegen jetzt richtig saftiges Gras, ey. Da können die richtig einen wegschnurzeln. Sehr gut. So muss das. Freue ich mich. Ja, und ich mich auch. Und Geschenken-Gaul schaut man nicht ins Maul, bekanntlicherweise. Du sagst es. Aber Wilma, dünkst du eigentlich immer noch die Nummer da oben? Ist ja nicht dein scheiß Ernst. Sag mal, was machst du denn, Mädchen? Das ist der letzte Anhänger, der noch mit drauf muss. Meine Fresse, ey. Da kann doch nicht sein, wie viel Mist fährst du hier durch die Gegend. Dünkst du die anderen Felder noch mit? Da passt viel Mist drauf. Ist halt ein großes Feld, du. Wenn ich ins Kinder. Ja. Aber das Ding muss doch mal fertig sein. Ist jetzt, also wenn ich jetzt hin bin, das ist die letzte Tour. Dann ist alles fertig. Ja, wo bist du denn? Ach, du lädst auf. Unten. Ja, ich bin gerade aufgeladen. Ich fahre jetzt wieder los. Oh, na gut, Wilma. Dann mach mal Eier. Ja. Da wollen wir mal gucken, was dann auf uns zukommt, hä? Oh ja, das wird spannend, sage ich dir. Es wird sehr, sehr spannend, was da jetzt noch alles kommt. Die Zeiten werden immer stressiger, sag ich dir. Naja, aber ich sag mal so, ich meine, mit unseren Feldern hier haben wir ja dann auch eine gute Möglichkeit. Dann können wir ernten, dann können wir ansehen, können wir dies und das und Ananas machen. Ich meine, das ist ja auch alles nicht schlecht, ne? Das stimmt. Das stimmt. Also ich bin gespannt, was wir dann so auch von den eigenen Feldern runterbekommen. Ich meine, klar, wir müssen auch gucken, dass wir die vernünftig versorgen, gerade so mit Unkraut und so, ne? Aber das wird halt. Es wird, es kommt. Na gut, das schaffen wir. Das schaffen wir, Wilma. So sieht's aus. Guti. Kleines Päuschen? Ja. Okay. Dann, ihr Lieben, sind wir für heute durch. Wir haben es wieder geschafft, die nächste Folge Grow. Wir hoffen, es hat euch wie immer gefallen. Schaut auf jeden Fall bei allen vorbei. Die Kanäle sind wie immer sowohl bei Tino als auch bei mir bei uns in der Videobeschreibung mit verlinkt. Und dementsprechend wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Und würden sagen, bis zum nächsten Mal. Yeah, go Spicy Chickens, go. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.